Moin Moin und ein ganz herzliches Hallo zu einem kleinen besonderen Let's Play von The Game Cutie. Mein Name ist Johnny und ich spiele heute den Bus-Simulator. Ja, das ist mal ein Spiel der anderen Art, aber dennoch kann es reizvoll sein. Und ja, ich habe hier ein Handbuch auf dem Tisch liegen, das ist dicker als mein Chemiebuch und mein Chemiebuch ist dick. Und, also was es hier alles gibt, das gibt's ja gar nicht. Man kann Personalkarte, Kartenkamera, ach du je. Man kann hier wirklich alles einstellen. Und, ja, ich würde sagen, ich fange mal langsam an zu spielen. Und spann euch nicht auf die Folter. Ja, also das erste ist, man hat oben eine Menüleiste. Die ist zwar nichts Besonderes, da kann man so einstellen die Busse und irgendwelche Nummern, keine Ahnung, muss ich mich nochmal einlesen. Die nimmt Fraps leider nicht auf, also wenn ich jetzt hier irgendwas da rumtippe, dann denkt nicht der Idiot da, der hat kein, der labert nur Scheiße, sondern die nimmt Fraps leider nicht auf. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Eigentlich gehört es zum Spiel, aber na gut, ist halt so. So, und jetzt habe ich hier gelesen, um irgendwie hier was zu machen, soll man hier da drauf, auf so ein komisches Symbol. Ja, das ist jetzt hier ein Bus scheinbar. Ich tipp mal an. Ja, jetzt habe ich einen Bus. Super, kann ich jetzt fahren oder was? Wie wechsle ich denn die Kamera? F1. Ah! Ah ja. Ja. Und jetzt? Kann ich jetzt fahren? Nee. Kann ich fahren. Ich guck mal oben die Symbole durch. Computerfahrt übernehmen. Ja. Ja. Warum nicht, ne? So, achso, das ist jetzt mein Fahrplan scheinbar. Bauernhof. Ach ja, ich bin ja gerade beim Bauernhof, stimmt. Ja, genau, so. Huch, was ist jetzt passiert? Kann ich jetzt fahren? Ah, das Lenkrad bewegt sich zumindest mal. Okay. So, und die Tür kriege ich jetzt zu. Ja, ich fahre selber Bus. Und, huch, was habe ich jetzt gemacht? Blinker. Irgendwie mach mal aus. Blinker aus, Blinker aus. Ah, so. Ja, ich bin, ja, was heißt, ich fahre selber den Bus. Ich, fahr zur Schule mit dem Bus und da kenne ich so ein paar Sachen und ich weiß, da stand als erstes, kann man das Lenkrad ausblenden, so, und dann hat man hier, ah ja, ja, und die andere Tür jetzt geht zu, das ist doch jetzt hier hinten oder nicht? Hä? Wie kann ich hinten gar nicht die Tür aufmachen? Wo ist denn der Knopf für hinten? Jetzt gehen die Türen da auf und zu. Okay. Das ist ziemlich verwirrend, das Ganze. Aber da hinten warten die Leute scheinbar. Also ich muss jetzt hier irgendwie mal losfahren. Und gucken, es sieht aus wie ein Zündschlüssel hier. Oh, oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, ich gehe mal nach dem Handbuch. So. Ja, mit F3 wechseln sie. Tag und Nacht einstellen. Ah ja, es ist nun an der Zeit, ja. So, die Elektrik können Sie wahlweise mit der Taste E einschalten. Okay. Ja, die Elektrik ist ein, das kann ich bestätigen. Indem Sie den Schlüssel der Maustaste in das Schloss stecken. Okay, der ist schon drin scheinbar. Und die Batterietrennschalter, zwei direkt über... Was? Skype, geh weg. Ja, ist eine Melodie gekommen, das war. Ach ja, mit M, so. Ah, Motor, Motor, Amore. So. Okay, ja, jetzt, also, das habe ich auch noch abgeguckt. Man kann hier so die Gangschaltung, das weiß ich. So. Okay. So, meine, die löse ich mit da. Nun sollte ihr Bus losrollen. Nö, hier rollt kein Bus los. Was hab ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Ach, die Haltestellen-Gedöns ist noch drin. Mach ich die raus?
Minus. Ne, Moment. Ach ne, Moment. Ne, das Minus geht nicht. Geht das Minus? Ah, okay, jetzt fährt der Bus. Ah, der Bus fährt. Der Bus fährt. So. Vorsichtig. Ah, jetzt blende ich mal das Lenkrad wieder ein. So. Ah, der Bus fährt. Ich fahre jetzt Bus. Ich halte hier einmal rum. Ja. Schon langsam. Ah, der Bus fährt. Schön. So. Okay. Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich hier bremsen. Genau, hier mache ich nämlich die Bremse rein. Ja. Ja, Leute, hallo. Moment, der fährt so Bauernhof. Ist das nicht hier ein Bauernhof? Ach so, ich muss ja jetzt das da oben ändern. Richtig, so. Ja, wie ändere ich denn jetzt die Schrift da oben? Richtig, der ist nämlich, der Computer ist nämlich zum Bauernhof gefahren, deswegen muss ich jetzt woanders hinfahren. Ach so, okay, verstehe. So, das heißt, die wollen gar nicht einsteigen, weil ich hier noch nicht. Okay, verstehe. So, dann muss ich jetzt mal gucken hier. Ja, wenn ein Unfall ist, dann hoffen wir, dass nicht passiert. Ja. Ja, das wusste ich auch. Ach, damit kann man die Türen öffnen. Funktioniert das? Ne, geht nicht. Ah, damit. Mit diesem Stern und mit der Slash-Taste kann man das machen. So, ah ja. Okay. Also, das ist ein Handbuch. Das ist unglaublich, ist das. Das kann man studieren hier, sowas. Denkt mal einfach, die Busfahrer sitzen so gemütlich hinterm Steuer. Das ist irgendwie richtig Arbeit. So, jetzt öffne ich nochmal die Leiste, die ihr jetzt wahrscheinlich nicht seht. Und hier gibt es anscheinend. Ah, hier kann man die Linie und Fahrziel einstellen. Okay. So, und da ich jetzt gerade in Grundorf bin, ist die andere Haltestelle. Ah. Grundorf geht bis zum Bahnhof. Okay. Bahnhof BHF. Newtendorf, ne, da will ich nicht hin. Okay, aber sie geht anscheinend auch zum Krankenhaus, dann fahr ich mal dahin. Ah, Krankenhaus zeigt ihr mir auch an, ist also drin. Ah, und jetzt ändert sich das. Okay, jetzt verstehe ich das Ganze. Okay, ah, jetzt steigen auch die Leute ein. Oh, die Leute steigen ein, Hallo. super. Können Hi. Sie die Heizung bitte anmachen? Wie die Heizung an, so was, das ist ein Schaden. Ach, jetzt muss ich noch Fahrschein hier verkaufen, was ist das denn? Okay, was will der denn? Ein Fahrschein. Okay, Fahrschein, ja. Da gibt es jetzt mehrere Wollen Fahrscheine. Fahrschein? Ja, jetzt sei ruhig. Ist mein erster Tag. So, Fahrschein. Wollen Fahrschein? Ja. Was sind den Fahrschein oder den Fahrschein? Ach so, Wollen Fahrscheinpreis Fahrschein? 2,70. Ach so, das ist ein Fahrschein? Ach, der hat den jetzt genommen. Guckst du an. So, jetzt muss ich das Geld nehmen. Da kriegt er noch was wieder. Ach, jetzt muss ich immer noch Wechselgeld geben. Das ist ja cool. So, dann Da gebe ich hier. kriegt noch was raus. Das So. weiß nicht alles. 55 hat er mir gegeben, so, dann müsste das stimmen. Ach, das ist ja cool. Was will der? Der will auch einen Fahrschein. Ach, das ist ja geil. Ach, das ist ja cool. Dann kann man so Hallo. richtig, dann kann man so richtig Wechselgeld Hallo. geben. Ach, das ist ja klasse. Jetzt sind die Leute eingestiegen, ne? So, aber dem war es zu kalt, haben sie gesagt. Dann mache ich jetzt hier mal die Heizung an. Was macht man denn damit? Ich schmeiß einfach mal alles nach oben. Ah, ich bin lange fahr schon ja seit der Grundschule mit dem Bus, da kennt man sich irgendwann aus. So geht man in die Dings und jetzt weiter. Ach ja, jetzt muss ich hier diese Bremse da lösen. So, und jetzt Gas geben. Warum geht's denn jetzt schon wieder nicht, ey? Für die Türen hinzu? Ach, die ist sicher die hintere Tür auf, oder? Hä? Warum? Jetzt hier einfach mal alles durch. Ne, das ist der Rückwärtsgang hier. Ist auch Quatsch. Ach, das ist der Warnblinker. Habe ich keinen Gang drin, oder? Ach, jetzt war Schluss. Hatte ich keinen Gang drin? Scheiße, hatte ich keinen Gang drin. Okay, ich fahre jetzt einfach mal los. So, gehen wir mal ein bisschen Gas hier.
der reagiert auf alle Fälle sehr. Also der Ton ist klasse, also es war wirklich ein sehr realistischer Ton. Oh, ach, das ist cool. Da ist schon drüber. Blinker, wie macht man den aus? Apropos Blinker, wo muss ich denn jetzt hin? Oh, ich fahr einfach mal hier lang. Hey, wo muss ich jetzt hin? Aber irgendwo muss doch eine Haltestelle. Ach, das ist eine Haltestelle, okay. So. Ja, okay. Hoffentlich muss ich nicht schon wieder ein Ticket rausgeben, das mache ich irgendwie. Ich bin nicht so das Genie. So, und jetzt muss ich die Türen aufmachen, ne? Stehen bleiben! Hä, warum kriege ich denn die Tür nie auf? Krieg irgendwie immer diese blöde Tür nicht auf. Ach, das war doch hier die zwei Tasten, ne? Oder die? Hey, was war denn jetzt? Jetzt hat sich das Ding hier bewegt. Hier nicht die Türen auf. Ach so, anscheinend ist das irgendwie so ein Sperre. Hallo. Oder sowas. Guten Tag. Ja, Tag. Okay, anscheinend ist das irgend so eine Sperre, damit die Tür oder so eine Kindersicherung. Hallo. Oder sowas, keine Ahnung. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Eine Tageskarte? Wo ist denn eine Tageskarte? Kurzstrecke? Ah, das ist eine Tageskarte. Oh, der nimmt sie sogar. Ja, genau, der hat mir passend gegeben. Oh, so Leute mag ich. Nix wechseln. So, jetzt muss ich hier wieder die Kindersperre reinmachen. So. Ja. Und auf. Ah, nein, bevor ich losfahre, ich muss mal gucken, wie ich jetzt hier einstelle, dass ich... ich jetzt einstelle, dass ich hier, wie heißt es, richtig fahre. Also ich da... irgendwie eine Karte oder so eine Map oder sowas. Ah, so macht man die Map. Ah, da oben stehen jetzt Pfeile. So, und ich fahre Richtung Krankenhaus, richtig? Ah, Krankenhaus, super. So funktioniert's. Was ist denn jetzt schon wieder? Also, ich kann euch sagen, da muss man sich Stunden mit beschäftigen, bis man dieses Spiel richtig geht. Nee, es gibt gar nichts mehr. Warum? Ach, das ist doch das Zeichen, ne? Kenn schon mal Auto und Parkbremse. Die hatte ich vergessen. Also, ich muss mir die Anleitung auch mal zu Gemüte führen. Denn, ohne die kriegt man das wirklich überhaupt nicht hin. Ist das da eine Haltestelle? Achso, da ist auch ein Haar da drüber. Okay, verstehe. Also es gibt nicht nur die Map, es gibt auch noch Berlin-Spandau von 1988 oder so. Und wie macht man nochmal die Tür auf? Oder sie? Ja, sowas. Also Spandorf, das ist halt eine Fahrkarte, bitte. Ein Fahrschein. Ja, da gibt er mir 10 Euro, da könnte ich den schon wieder in den Arsch treten hier. Ja. Jetzt muss ich den so. 70, 80, 90, 100 wären 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19, so, dann stimmt es. Aha, Mathe-Genie hier. Also, hä, wieso hatte ich den jetzt automatisch gelöst? Okay. Ja, okay, Ampel ist rot, grün. Ich fahre mir sehr gut. Ah, das ist doch schön, die Kurve genommen. Aber irgendwie wird es im Bus scheinbar nicht wärmer. Also ich glaube, dass da unten rechts die Anzeige, die ist anscheinend für die Temperatur. Hä? Ich habe doch gar keine Tür auf. Ach so, hinten, die geht automatisch auf. Okay, verstehe. Ach, dafür ist dieser komische Knopf da. So, die Türen kriege ich aber auf. Dafür ist das, damit die Leute hinten die Tür aufmachen können. Ah, also doch so eine Art Kindersicherung. Okay, verstehe. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Toll, ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank kauft hier keiner eine Karte. Ah, das ist eine Tageskarte. So, was hat er mir gegeben? 10 Euro? Ne, 10 Mark sind es noch. Dann gebe ich dem Euro. Da kriegt er noch was wieder. Ja, jetzt beschwer dich mal. Können wir nicht mal die Heizung anmachen? Ich habe die Heizung hier an, aber es wird nicht wärmer. Ach, ist jetzt auch mal egal. So, Kindersicherung raus und weiter. Ja, wenn man es einmal verstanden hat, das Spiel, dann klappt das eigentlich.
Aber da gibt's anscheinend hier noch so ganz, ganz viele andere Knöpfe. Was gibt's denn da noch? Ich guck die Sache mal hier während der Fahrt da durch. Okay, hier geht gerade eine Lampe an. Warum ging die jetzt an? Ach, hier steht auch noch, ist so eine Anleitung. Da ist diese Lampe. Die hat die Nummer 12. Huch, ich war jetzt hier falsch. Nummer 12 ist... Haltewunschleuchte. Ah! Okay, das ist, wenn die Leute aussteigen wollen. Es gibt ja im Bus diese Drückknöpfe da. Wenn man da an der nächsten Haltestelle raus will und dann... Ah, ja, richtig. Okay. Das ist ja cool gemacht. So, und jetzt muss ich hier die Kindersicherung rausgehen. Ich muss da die... So, raus. Jetzt steigen die hier aus und... Ach ja, das ist ja geil. Das ist super. Also, die haben ja echt an alles gedacht. Das ist ja richtig geil. Ich guck mir jetzt aber hier, wie ich diese komische Kindersicherung da auch mit der Tastatur rausmache. Ah, da. Ach, da, ach, das war die Minustaste von eben. Ah ja, okay. So, wo geht's jetzt lang? Ist ein bisschen unscharf da hinten. Oh, grün, super. Sehr cooler Job, Busfahrer irgendwo. So, Blinker macht man hier mit der Taste. Okay. Ah, oh, erstmal schön Blinker, ja. Okay. So. Oh, das war ich. Ach, die Tür brauche ich gar nicht aufmachen, steigt ja eh keiner ein. Ah ja, und jetzt steigen die hier aus, okay. Da geht es jetzt runter zum... da sind ja viele ausgestiegen. Haben sie halt keinen Bock mehr mit mir zu fahren. Also so schlecht bin ich ja hier gar nicht gefahren, ne? Oh. Die wollen hier rüber? Hallo. Aha, ist die Hupe. So, ich will fahren, Leute. Hier ist kein Zebrastreifen. Wie kriege ich denn jetzt diesen scheiß Blinker hier aus? Hier ist doch der Blinker. So macht man das Ding jetzt weg, aber... Ach, ist mir jetzt auch egal. Lass ich den Blinker halt an. Ich sehe gleich wieder ranfahren. Oh, 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 oh. Was? Was war das denn? Ah, da hinten ist das Krankenhaus. So. Ach, und das ist jetzt hier die Endhaltestelle, oder was? Oh, eine kurze Strecke. Na gut, man kann das jetzt wieder zurückfahren zum Bauernhof scheinbar. Okay. So, jetzt mach ich wieder das und das. Wollt ihr jetzt auch einsteigen? Ach, die wollen ja nicht einsteigen, weil ich ja nur bis zum Krankenhaus hier scheinbar fahre. Ah, okay. Ja, dann muss ich jetzt das mal wieder wechseln hier. Jetzt mache ich hier wieder das Menü da auf. Sehe jetzt höchstwahrscheinlich nicht seht. Und er gibt da jetzt einfach mal Bauernhof ein. Ach ja, und den hat er auch schon drin. So. Ist denn die 76 richtig? Ach, ich gucke jetzt einfach mal nach. Ah ja, scheint so richtig zu sein. So, da fahre ich noch. Jetzt müssen die eigentlich einsteigen. Ah ja, jetzt steigen sie auch ein. Das, und ja, eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Die den ganzen Tag gilt. Och, den gebe ich Ihnen kurz hier in die Tageskarte. Noch kleiner geht's nicht, was? Der Fahrgast hat... Noch kleiner geht's nicht. Was ist das denn bitte? Willst du auch noch einen Schrank? Nee. Ah, der beschwert sich, weil ich den zu klein das Wechselgeld rausgebe. Ach, der hat einen Euro oder eine Mark wiederbekommen und ich habe den 2,50er gegeben. Ah, wie geil ist das denn bitte? So, hier geht's zum Bauernhof. Das ist ja auch cool, dass das hier alles so, so prima ausgeschildert ist. Oh, hier ist gefangen. Das war jetzt ein bisschen ruppig, aber egal. Langsam mal, der Fahrplan ist auch wohl nur zu lieb. Hallo, eine Karte bitte. Der Fahrplan ist nur zu Deko da. Ich glaub's nicht. So. Warte noch auf den Fahrschein. Ja, also, was ich die Leute hier beschweren, das gibt's gar nicht. So, jetzt gebe ich den 30... Ach, hier kann ich auch 30 Cent ausgeben, okay. So, und jetzt haben wir 2 Euro, dann haben wir 5 sind 7, 8, 9, 10. So, dann sollte stimmen. Der Fahrplan ist auch nur zum Deko da. Wie geil ist das denn bitte? Der Fahrplan ist nur zum Deko da, ich glaub's nicht. So, Blinker macht man so. Ah nee, sonst kriege ich ihn nicht wieder aus. Ich würde ihn gerne anmachen, den Blinker. Oh nein, ich glaub's nicht. Der Fahrplan ist nur zur Deko da. Oh. Ey, das muss ich mal zu meinem Bus heraus sagen. Der kommt nämlich immer zu spät oder zu früh.
Wie sehe ich denn eigentlich meinen Fahrplan? Gibt's denn hier irgendwo? Oh, ich muss fahren. Ach, das ist ein Fahrplan, oder? Ah, so, ich muss am Bauernhof um 10.07 Uhr sein. Wo haben wir denn? Oh. Ja, die 10.07 Uhr, die haben wir gerade ein bisschen verfehlt. Wir haben ja schon 20 oder 25. Der Fahrplan ist nur zur Deko. Was ist das denn bitte? Oh, geil. Oh, nee, ich glaub's nicht. Ah, Lämpchen leuchtet, das heißt, ich muss anhalten. Ich muss sowieso anhalten. So, blinken, da, schön. Der Fahrplan ist nur zur Deko. Jo, das mit den Türen, das klappt schon. Hallo. Gut. Der Fahrplan. Einmal mal einen Fahrschein, bitte. Fahrschein, so. Was haben wir denn da? Fahrschein Kurzstrecke? Ermäßigungstarif, City. Naja, oh ja. Ich warte noch auf den Fahrschein. Ja, schon schnittig, Weibchen, also. Unter 18 könnt ihr durchgehen. Hallo, oder? Entschuldigen Sie? Ja, ja. Oh, okay, Fräulein, jetzt kriegst du den teuren Fahrschein. Ich hätte ihn dir ja billiger gegeben. So. 30 Cent plus 2 macht 5, dann hat sie ihr Wechselgeld bekommen. Ja. Puh. Warum fahren die denn am... Ach, wie krieg ich denn jetzt diesen scheiß Blinker wieder weg hier? Ah. Ah. Ist das super, wie die sich beschweren immer. Gibt's gar nicht. So gut. Wir wollen alle dahin abbiegen? Dann kann ich doch hier so abbiegen, oder? So, oh, Blinker schön gesetzt. Boah, oh, ist der fährt ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder? Den Führerschein. Morgen. Oh, der muss. Also das, ich glaube, ich habe ein neues Lieblingsspiel, ey. Aber nur weil die Leute sich hier immer so geil beschweren. Oh Gott. Ich will nicht wissen, wie lange ich manchmal irgendwo stehe und warte, bis der Busfahrer sich irgendwie bewegt. Oder warum fährt der Bus denn? Achso, die Kindersicherung. Bis der Busfahrer sich irgendwie bewegt. Ey, wenn ich dann so losgehen würde, das gibt's gar nicht. Der fährt ja wieder, das gibt's ja nicht. Steigen die Leute hier oder was? Steigen jetzt alle aus. Nee, zwei sitzen noch drin. Drei. Drei sitzen noch drin. Hm. Oh, das war schön. Das hast du getan, den Leuten. Oh nee, das ist ja wieder herrlich. Warum? Achso, Kindersicherung? Vergesse ich ständig. Ja. Also. Das ist ja vielleicht geil, ey. Der Fahrplan ist doch nur zur Deko, ey. Ich glaub's nicht. Ah, jetzt sind wir wieder am Bauernhof. Tatsächlich. Immer. Der Bus kommt ja kaum mit Fisch. So. Himmelfahrtskommando beendet. Schön. So, Kindersicherung raus. Jetzt steigen sie aus. Ach, das ist ja sau cool gemacht. So, und jetzt? Ach, jetzt könnte ich wieder eine Runde fahren oder was? Nee, das mach ich jetzt mal. Ach, da steht schon wieder einer. Ja. Das war... ein lustiger Bus-Simulator. Ein... ja... sehr interessanter Bus-Simulator. Also, ich muss sagen... Ach gut, da ist sogar eine Antenne da oben und ich habe sogar gelesen, man kann hier irgendwie das Radio... Ich guck mal hier, Radio, Radio, R... Ah ja. Umschalt F12. Kommt jetzt kein Radio oder was? Ne, kommt anscheinend kein Radio. Also, irgendwie...
steht da, dass man... Die A57. Köln Richtung Krefeld zwischen Neuss-Norf und Holzbüttgen. Baustelle, 4 Kilometer Stau. Lol, da gibt's wirklich ein Radio, ich glaub's nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, es war lustig. Also für mich war es auf alle Fälle lustig. Ich werde demnächst dann auch ein Video für Dings hochladen. Für Berlin. Spannender, ich glaube, das ist das wesentlich interessantere als hier so ein Dörfchen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. In einem nächsten Video von The Game Cutie.